Hallo zu meinem heutigen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei meinem letzten Video, irgendwo werde ich jetzt nochmal einen Link da oben haben, habe ich euch gezeigt, was ihr so mit der Oberfläche von Ubuntu machen könnt. Ja, da habe ich ein paar Minuten, glaube ich, in 3 Minuten, drei bis 4 Minuten, habe ich euch gezeigt, wie ihr eure Oberfläche Mac OS X ähnlich machen könnt. Beim Linux ist es ja eh so, dass der Benutzer irgendwann mal lernt, seine Maschine zu beherrschen und nicht andersrum, nicht wie unter Windows oder Mac OS X. Linux hat ja da eine ganz andere Denkweise. Aber das alles kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Themen werden wir alle noch befassen oder wir werden uns mit diesen Themen befassen. Wir werden jetzt in einer virtuellen Umgebung Linux installieren, besonders für Anfänger, die noch mit Linux nichts zu tun hatten, dürfte dieses Video interessant sein. Damit ich nicht jedes Mal eben das Video abbrechen muss und neu starten muss, mache ich das natürlich mit VirtualBox. VirtualBox ist ein Programm, was virtuelle Maschinen generiert. Und Grundvoraussetzung für diese Software ist, dass euer Rechner einen Mehrkernprozessor hat, also mindestens 4 Kerne und ein bisschen mehr Arbeitsspeicher wie 4 GB. Also meiner hier, ich kann es gerne mal ganz kurz zeigen. Der hat, ich gehe mal hier das System ein. So, wenn wir das uns anschauen, mein Rechner hat hier die Version Ubuntu, die Version 12.04, den 3.20 Kernel und ich habe hier 15 GB Arbeitsspeicher oder 16 besser gesagt und einen 8-Kern-Prozessor, also einen i7 8-Kern-Prozessor. Da ist es auch kein Problem, ja, eine Linux-Maschine einzurichten. Ihr geht dazu zum Ubuntu Center, ladet euch VirtualBox runter. Ich zeige es euch mal kurz. Na? Müsste eigentlich schon reichen. Hier, wie ihr sehen könnt, ich habe es nämlich schon installiert, deswegen habe ich hier nur die Option, dass ich es entferne. Wenn ihr das getan habt, dann dürftet ihr hier links im Starter schon VirtualBox finden. Wir starten VirtualBox. Anscheinend habe ich es nicht richtig angeklickt. So, ich habe hier schon zwei virtuelle Maschinen angelegt. Wir erstellen eine neue und nennen das hier einfach mal Ubuntu 12.04. Hier unten wird schon erkannt, dass es eben ein Linux-Betriebssystem ist und die Version heißt Ubuntu. Machen wir weiter. Hier können wir den Arbeitsspeicher wählen. Ich nehme mal 4 GB. So, müsste reichen. Weiter. Eine Festplatte erzeugen. Eine neue Festplatte erzeugen, bestätige ich. Wir nehmen die VDA VirtualBox Disk Image, müsste auch reichen. Dynamisch, also keine feste Größe. Dynamisch bedeutet, dass die Festplatte bis zu dem angegebenen Wert langsam anwächst und nicht sofort komplett diese reservierte Festplattenkapazität für sich reserviert. Das tut es nicht. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel 20 GB für diese virtuelle Maschine hier wird reserviert, gehen nicht gleich diese 20 GB von euren Hauptfestplattenspeicher weg, sondern nur die tatsächlich ja verwendeten. Und bei 20 GB, also wenn ihr diese 20 GB dann auch verwendet, ist halt dann irgendwann mal Schluss. Da müsst ihr halt eine zweite Festplatte anhängen. Oder ihr könnt ihr von vornherein feste Größe einstellen, dann wären diese 40 GB von eurer Hauptfestplatte schon abgezogen, für reserviert eben für diese virtuelle Maschine. Ich mache dynamisch oder ich nehme dynamisch und 8 GB scheint mir ein wenig zu wenig. Ich nehme hier mal wenigstens ja, 20 GB, damit ich da ja auch Software installieren kann und die dann ausprobieren kann. So, hier kriegen wir nochmal unser Pfad, wo eben die virtuelle Maschine angelegt wird. Werde das jetzt hier auch bestätigen. Hier noch einmal schön alles auf einen Blick zeugen. So, jetzt habe ich die virtuelle Maschine hier, kann hier noch Änderungen vornehmen.
So, System. Ich habe Hauptspeicher, eben 4 GB. Prozessoren. Ja, ich kann hier ruhig zwei Prozessoren geben. So, dann habe ich hier nämlich ein bisschen mehr Rechenpower. Und ja, dann gucken wir uns nochmal an Beschleunigung. Das ist alles okay. Die Anzeige, da würde ich einfach mal mehr Speicher geben. Und zwar geben wir einfach mal da die 128 GB, die hier auch möglich sind. 3D-Beschleunigung aktivieren, 2D-Beschleunigung aktivieren und wir bestätigen das mit OK. So, jetzt wir starten dann die virtuelle Maschine. Weiter. Hier wird eben gefragt, welches Laufwerk genommen werden soll, welche Quelle. Ich habe die ISO-Datei ja in einem vorigen Video schon runtergeladen gehabt, wie vorhin schon erwähnt. Und ja, 4 GB, wir nehmen eine 64-Bit-Variation, 12.4 hier. Und wir bestätigen das einfach dann mit Öffnen und klicken Weiter und starten. So, die Installation von Ubuntu legt in dem Fall los. Da das ja auch von der Festplatte aus installiert wird, kann es durchaus sein, dass die Installation in einer virtuellen Umgebung sehr einfach vonhanden geht. So. Wir nehmen die deutsche Sprache und wir um zu installieren. Wir aktualisieren alles, wir nehmen Software von Drittanbietern an und klicken auf Weiter. Wir werden die Festplatte löschen und nur für Ubuntu installieren. Bei euch wird es noch eine Option geben, neben Windows, falls ihr eben auf euer Windows nicht verzichten möchtet, falls ihr es eben auf euren Hauptrechner hier installiert, dann würde ich diese Option wählen. Oder ihr macht es genauso. VirtualBox gibt es auch unter Windows, dass ihr VirtualBox euch installiert und dann einfach in der virtuellen Umgebung Ubuntu erstmal so richtig ausprobiert. So wie ich es eigentlich auch bis vor ein paar Wochen getan habe. Ja, 21 GB, wir sagen jetzt installieren. Jetzt noch die Zeitzone. Die erkennt automatisch. Bestätigen wir das auch. Dann will er noch wissen, welche Tastatur. Also wir nehmen immer noch die deutsche. Und hier können wir noch einen Namen geben. Ja, wie nehmen wir das denn? Nehmen wir das einfach mal auch. Ubuntu 12. So wie vorhin auch. Nehmen ein beliebiges Passwort. Und sagen Weiter. Kriege jetzt wahrscheinlich eine Meldung, na doch nicht. So, das kann jetzt noch ein bisschen dauern, auch wenn es von der Festplatte her installiert. Ich bin gleich wieder zurück. Ja, so wie es aussieht, ging nach 5 Minuten war die Installation jetzt hier fertig. Ich sage einfach mal jetzt neu starten. Das müsste jetzt auch relativ flott gehen. So, Ubuntu ist vorbereitet. Wir geben unser Passwort hier ein. Und haben hier eigentlich schon unser Linux Ubuntu in der virtuellen Umgebung. Ja, das ist die Grundeinstellung. Wir können hier noch, wenn wir auf VirtualBox klicken, bei Geräte können wir noch die GAS-Erweiterung installieren. Das ist wichtig, damit auch eben viele Dinge unterstützt werden, wie USB-Schnittstellen und Grafikerweiterungen. Jetzt wird noch einmal nach dem Root-Passwort gefragt. Und wenn wir jetzt lassen wir es mal durchlaufen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Dann könnt ihr auch eben Linux in Vollbildmodus in der virtuellen Umgebung bedienen und habt die sämtlichen Hardware-Unterstützungen, die VirtualBox bietet, inklusive. Das geht ein paar Sekunden, dann ist es durch.
Im Großen und Ganzen sind wir dieses, haben wir die Installation, die haben miteinander durchgearbeitet. Wie ihr sehen könnt, ist die Installation von Linux einfacher wie Windows zu installieren, wobei Windows ja jetzt auch nicht besonders schwer ist, aber ich würde sogar behaupten, dass die Installation von Linux Ubuntu um einiges noch leichter ist wie die Installation von Windows 7. Das heißt, ihr braucht euch da wirklich keine Gedanken zu machen, ob jetzt eben Linux bei euch laufen wird, ob ihr das hinbekommen könnt. Ihr könnt im Prinzip nichts falsch machen. Ihr müsst von vornherein eure Sprache auswählen und alles, was ihr wissen müsst, steht dann sowieso in Dialogfeldern, die also zum größten Teil einfach nur mit Ja zu beantworten sind. Ich hoffe, für den Einsteiger, der Linux noch nie installiert hat, war das jetzt ein guter Ratgeber. Er kann mit diesem Video sage ich mal, in der virtuellen Umgebung sein Linux installieren oder auch direkt auf seinem Rechner. Es wird von der Installationsroutine her nicht viel anders da sein, nur dass man eben sich eine CD brennen muss und von dieser CD seinen Rechner starten muss, um die Installation durchzuführen. Falls ihr Fragen habt zu Linux-Installationen, Positionierung und andere Dinge, dann bitte ich euch, entweder über Twitter mir zu schreiben oder über meine Facebook-Fanseite oder auch direkt unter dieses Video. Sobald ich eure Frage gelesen habe und die Zeit dafür habe, werde ich euch antworten. Ich hoffe, beim nächsten Video seid ihr auch dabei. Wir sehen uns.